Essen dran. Michelle, die war im Vordergrund mit Xavier. Cedric muss zwar wohl im Bett, er hat seine Pyjamas an. Weiß ja nicht, warum er da weint. Weihnachten 1970, da waren Ferien. Da wurde dann draußen immer rumgetobt. Die Kinder haben gerne draußen gespielt. Hier draußen, da hat jemand diese Ferns mitgegeben. Das bin ich einmal von der anderen Seite. Ob ich so ausgesehen habe, weiß ich ja nicht, aber jeder hat gesagt, das war okay. Ich auch. Aber so ein Spot waren wir. Und bitte. Oh, und dann Happy Baby. Vor allem, wenn ich zum Essen kam. Das war in 1970. Winter, hatte ich so ein Old Fashioned Schlitten von Thomas bekommen. Und das war die Familie im Winter 1970. Das war Mutti mit Sylvia und Cedric und Michelle. Der kleinste war Michelle da. Schlitten hatte ich von Thomas bekommen und eben Bilder 1970, das war Ralf und Karin und ja, die Kinder und die Helden. Michael, Elke und Mutti. Das Kleeblatt. Das sind Freunde und Bekannte und das ist Papa und Tante Trostchen. Und andere Bekannte. Das ist Horst und Karin und Ralf beim Spazieren gehen. Karin und Mutti, also Hilde und Ralf. Karin zur Konfirmation am 16. Mai 1971. Das ist nochmal zu Karins Konfirmation. Da ist die ganze Familie, beisammen nochmal. Beiden Omas, Oma Rosenbrock und Onkel Mutti. 1971 war am Ostern. 1971, da war herrlicher Sonnenschein und es war warm draußen. Sharon und Sylvia und Cedric und Anne. Das waren Sharon und Sylvia und Michelle und Cedric bei Anne im Garten. Da waren die drei kleinen Pärchen, das war Sylvia, Cedric und Michelle. Da sind wir zu Hause, unser Platz sah immer wie eine Baustelle aus. Und da sind wir zum Kirchpicknick gegangen, 1971, im Liederen Camp. Da waren Sylvia und Cedric im Liederen Camp zum Picknick. Unsere Wasserratten, die waren ja immer im Wasser. So, die haben viel Spaß gehabt. Im deutschen Club Picknick 1971. Aber da ist das Cedric hier im Vorgrund ein bisschen verschwommen. War auch beim deutschen Picknick. Weiß ich gar nicht mehr, wer da alles drauf ist. War bei Outdoor Camp in der Farm. Er hat ein Flugzeug und hat dann Flug gemacht. Und eine Luftaufnahme von der Staudamm und die alte Mühle. Gleich daneben über dem Fluss ist unsere Aufnahme von der Stausee und die Luftaufnahme. Von Ibenhöls und die alte Halle. So eine Aufnahme, eine Luftaufnahme von Ibenhöls mit dem Pond und alles. So. Interessant. Dann, da ist ein dunkles Dach, das ist unser Haus gewesen. Und das
Keller, lange dachte ich, die Town Hall. Und rechts und hinten den Wagen. Hier vorne waren ein paar kleine Reißzähne und die alte Mühle. Dieses hat der Harry entworfen, um die Steine von einer Seite zur anderen zu bedaillen. Und Cedric hat natürlich viel Spaß daran gehabt. Old Jack, das war von Ron Chillum, der Hund. War bei unseren Kindern immer angesehen. Und das war Karen und Sylvia und Cedric. Das war bei Anne im Garten. Und die beiden waren sehr angefreundet. Und das war Anne's Rock Garden, der war immer sehr hübsch. Das war bei Tom Kirkhoffen in 1971 zur Gartenparty. Da wurde ein kleines Schwein am Spieß gebraten. Und das ist Tom Kirkhoffen. Und das ist Rodney Bell und John Voss. Beraten sie gerade, wie gut das sein mag. Im Juni 1971, das war sogar in der Aktenfree Press veröffentlicht worden, wie wir am Sonntag, oder wie wir den Sonntag in einer kleinen Village verbringen können. Da ist das Schwein und Charcoal wird da gebraten. Und dann hatten die Kinder viel Spaß, denn die hatten einen wunderschönen Pond. Und das ist Sunday in the Village. What do people do in a little village like Eden Mills on a Sunday? That's a question. And that's what we did. We had all the families together. And so we had a lot of fun. The families were very important to us in that Zeit. Denn wir hatten ja viele Kinder, jeder hatte seine kleine Familie da aufgebaut und kam von allen verschiedenen Ländern. Das ist Michelle. Ach mal die Kinder. Das war Sharon und die Bell-Familie. Ah, da sitzt Michelle. Die saßen alle am Dock und haben sich die Beine gekühlt im Wasser. Der Pond war sehr schön. Jetzt sind sie alle erwachsen und haben ihre eigenen. Alle noch klein und man musste immer aufpassen, dass keiner ertrinkt. So, da war die Mutti mit ihrer kleinen Michelle. Und die anderen konnten ja schon alle schwimmen. Sich reingehauen. All die guten Sachen, das Tom Kirkhoffen und Anna Maria Bell und Anne Voss. Und Frau Kirkhoffen und die Tochter vor. War ja immer gut bei uns. Und die kleine Michelle, die hat immer reingehauen. Das hat ihr immer gut geschmeckt. Und da sitzt der Robert. Die sind alle nun erwachsen und haben ihr eigenes Business. Und da ist wieder Michelle und die Mutti dahinter und Anna-Maria Bell und die Anne Voss. Haben wir ein Picknick gehabt oder ein Weekend in Muskoka Holiday. Da waren wir am 9 Mile Lake. Bei Hans und Martha Johnsons in der Cottage. Das war in Muskoka. Da hatte Michelle das kleine Pulloverchen an, was ich ihr selbst gestrickt hatte. Rosa mit Blümchen. Natürlich, Essen schmeckt immer. Dann meistens Sonntagabend, da durften sie noch im Fernsehen ansehen, nachdem sie gewaschen waren und ready for bed. Und da waren wir an Wasaga Beach 1971 im Sommer. Da waren ganz schöne Wellen. Da konnte man mit dem Auto unten am Strand lang fahren.
Ich mussten wir dann auch in die Blue Mountains fahren. Denn wenn man schon mal dort ist, muss man das schon alles sehen. Das sind die Alpine Gondolas im Sommer, wenn man in die Caves hochfährt. Sicht zurück. Eine herrliche Aussicht hat man da bis an den See runter. Ich war mir sehr beeindruckt von den Schweizer Häuschen, die dort waren. Die waren alle sehr schön. So ähnlich sollte ja Harrys Haus werden. Durchkrauchen, das war Fat Man's Misery. Ja. Und da haben die Indianer immer ihre Abende verbracht und beschlossen, wo sie Kriege führen. Da hat es Spaß gegeben auf so einem Pferdchen, das rutscht immer hin und her. Die Kinder waren immer am Rumkrauchen und Rumklettern. So hat es Spaß gemacht, durch den Baum zu krauchen. In dem Wasaga Beach Zoo, da haben wir die Nilpferde besucht und gerade rausgelaufen. Und dann die Gämsen draußen lagen. Palmerbergs Ziegen oder Gämsen. Und die großen Freigehege. War sehr schön. Wenn man in Kanada lebt, muss man schon die Buffalos gesehen haben. Und die gab es da im Zoo. Donkey Sylvia gebissen hatte, da durfte sie dann das Bambi füttern. Da war wieder alles wieder gut. Das war der Kinderzoo. Rotwild, europäischer Dammhirsch, dürfen ja auch nicht fehlen. Gerade den Elefanten da schön abgebürstet. Das war ganz interessant, der Elefant. Lama, welches Harry angespuckt hat. Und einige schöne Vögel. Schöner V. Sah ganz hübsch aus. Das war unten am Fluss. Da war immer unser Ausflug hin. Schon der Herbst mit all seinen schönen Farben. Das war immer herrlich. Dann sieht man die Farben gar nicht mehr. Aber das war immer so bunt dort, weil es Maples waren. Schöner Baum. Und war sehr schön, immer der Baum. This place. Das Haus ist auch nie fertig geworden. Old Mr. Minos Place. Der hat immer einen schönen Garten hinten dran. Ein richtiger alter kleiner Farmer war das. Später wurde das Haus abgerissen. Und mein kleiner Thumbsucker wieder. Der kleine Süße. Im Schelklehaus war schon der Wintervorrat an Holz da. Und spazieren gegangen wurde immer. So. Und die erste Schönheitskönigin in Guelph im deutschen Club. Das war Rosemarie und Willy Schaub und seine Frau eröffnen das Bierfass zum Oktoberfest. Und das war Rosemarie Jacob, Miss German. Die Sylvia in der deutschen Karnevalgruppe. Da war sie mit den Mardi Gras Tänzer. Äh,
Das war ein Sonntagabend 1971, da war eine Disney-TV-Show. Dann durften die Kinder immer aufbleiben. Weihnachten 1971. Nochmal, da waren alle drei Kinder beim Weihnachtsmann. Ich glaube, keiner hat das richtig gemacht. Nur die Sylvias. She could sit in a sled from Santa Claus. Das war die Aufnahme mit Santa Claus. Scott und John Voss. Winter 1971, da war ein großer Eisregen. Da bin ich dann mit Michelle spazieren gegangen. Das ist ein Bild vom Eisregen. Das war vor unserem Haus. Das war alles so wunderhübsch da. Auch noch ein Bild vom Eisregen. Das war dann nach hinten raus. Die Kinder hatten ja immer Spaß, ob es noch geschneit hat oder geregnet hat oder sonst was. Da war immer Spaß. Die Kinder sind auch oft, das war die Susan Milton. Die ist dann mit uns spazieren gegangen, und Cedric und Sylvia. Mit Ronald Chillum und Angela. Das war ihr Geburtstagfeier. Ausgerüstet mit Camping-Equipment. Das sieht man hier im Vordergrund. Das war ein ganz liebes Mädel, die Angela. Unter unserem Haus, da konnte man sich leicht erfrischen, wenn man zu heiß war. Dann Freunde und Bekannte. Die Jugend vom Ort, einige davon leben schon gar nicht mehr. Die haben zu viel Drogen genommen. Vor 1972, da waren wir in Chicopee. Scott und John Voss, alle waren sie zum Skilaufen gefahren. Der Betrieb in Chicopee. Shell, das war meine große Hilfe, die hat die mit weggebracht, die Ski. Jetzt war ich ja noch an der Beginner Hill. Ah, da bin ich gerade mit am Aufzug. Da. Die Straße nach Chicopee hin, da hat es einen ganz schlimmen Eisregen gegeben. Und das sieht man ja, wie alles runter von dem Eisregen. Da kann man sehen, wie alles da so schön aus der Mannschaft fahren. Da hatten sie gerade einen neuen Pont ausgebuddelt. Das war kleine Französin, Anne Chandler, die hatte den verrückten Engländer geheiratet. Von den schönen Pond und unsere Kinder, die enjoyen das. Da haben Spaß gehabt dort. Da kann man im Hintergrund Eden Mills sehen. Aber Cedric, der hat ja immer rumgetobt. Da musste dann paddeln mit dem Board. Da war Cedric und Harry und Sylvia wurde gerade abgeholt, um zum Brownie Camp zu fahren. Das war ihr erster Trip zum Camp in 1972. Das war noch ganz neu. Das Jahr wurde dann Schwimmunterricht gegeben für die Kinder vom Roten Kreuz. Und das war dann in der Zeitung veröffentlicht worden. Da ist Anne, die hält die Michelle, weil die war noch zu klein zum Stehen. Und da ist eine ältere Frau, die hat auch noch schwimmen gelernt. Und das sind dann die Kinder von Ebenau. Da ist die Helga auch mit bei. Ups. Dann haben wir unser Schwimmunterricht. Und da sind die Kinder, da ist Anna-Maria und ihre Tochter. Gucken wir die Kinder aus. Das ist nochmal die Cedric. Das sind alles verschiedene Klassen, die da daran teilnehmen.
Ups. Das ist die ganze Eden-Notes-Clique. Oh, da in der Ecke ist Michelle. Ganz unten rechts. Okay, das war 1972, da haben wir hinten angefangen, das Land, also die kleine Insel da zu bauen. Da war noch gar nichts da. Da haben wir die Wand gebaut, zum Fluss hin. Musste bis unten hin alles ausgeschachtet werden. Kurz. So sah das mal hinten hinterm Haus aus. Da war überhaupt nichts. Da musste alles gebaut werden und eingefüllt werden. Das war Brian und Jessica und unsere Kinder, Sylvia und Michelle. Und die Eltern waren da zu Besuch. Loads und Loads eingefüllt in das neue, die neue kleine Insel dazu bauen. Ist schon ja nicht mehr am Leben, der Menzel Lauri, der uns das eingefüllt hatte. Und da im Hintergrund ist die alte Mühle noch zu sehen. Da war sie noch nicht abgebrannt. Na, da habe ich das Haken gelernt, das gerade machen alle. Und da ist meine Wäscheleine. So sah das dann hinten nachher aus. Da sind wir nach Hero gefahren und haben Brian und Jessica besucht. Und das war schon in der Nähe von. Da waren Brian und Jessica und wir haben sie besucht. Und sie hatten sich erst das Haus gemietet. Anschließend weiter in Urlaub gefahren und das war die große Brücke zwischen Kanada und den United States. Zum Glück, da kam ein großer Frachter rein. Ja. Da ist der große Frachter und dann war ja der Harry hatte auch Segelboote gerne. So, da haben wir auch mal Segelboote angeguckt nur. Und das ist in Point Pelee. Das sind die Walkwege in so die in den Parkbänner. Ja, da kannst du richtig raus ins Wasser reinlaufen oder übers Wasser laufen. Da ist die Familie, das ist die Mutti mit Sylvia und Cedric und Michelle. Familie Schalkler, die ganze Familie, so wie sie erwachsen sind. Ja, da waren wir in Sarnia schon. Wie zu Hause in Leunawerken. Das waren die Röhre-Feineries. Und da auch nochmal. Boot von The Thousand Islands, I think. Und Sylvia und Cedric, natürlich mussten wir auch immer auf die Spielplätze gehen, damit sie auch wohl was zu tun hatten. Sind wir nach dem Norden hochgefahren, nach, I think it's Wasaga Beach. Da waren so große Sanddünen, da sind die Kinder hochgeklettert. Da waren wir mit den Kindern oben in den Sanddünen drin und sind da runtergerutscht. Da waren alle drei Kinder am Rutschen. Oh, das war fun. Da ging es rund. Das war unser Vergnügen, immer nach Fronte Harbor zu fahren. Und dort die Segelboote anzusehen. An die zwei Mädelchen mit ihren Kleidchen, die ich selber genäht habe. Und das war unten in Harrow wieder bei Brian und Jessica.
Da sind wir oftmals von hingefahren. Von Wasaga Beach. Also Urlaub im Sommer 1972. Lee's Farm, die hatten diese Hunde gezüchtet. Die waren so niedlich, die hatten die Jungen. Und der Cedric hat natürlich viel Spaß gehabt, mit den Hunden rumzutoben. Das war in Eden Mills. Im Winter 1972, Michelle hat sich immer die Mütze von der Sylvia geklaut, wenn sie nicht da war. Da hat ihr Spaß gemacht, mit der langen Zipfelmütze rumzulaufen. Da hatten wir uns eine kleine Katze angeschafft, aber die hat mir die ganzen Blumen ausgeputtelt. So. Die konnten wir leider nicht behalten. Park in Guelph, das war die Sonnenuhr und im Winter wurde die angeleuchtet. Es war sehr, sehr hübsch dort. Da waren die grünen Häuser, wo die Blumen vorgezogen wurden. Das war ein herrliches Bild. Vor Weihnachten, da haben die Kinder ihre Pakete ausgepackt und Michelle hatte das Püppchen von Deutschland bekommen. Sie hatte immer Angst vor dem Weihnachtsmann. Michelle, man hat gespielt. Da hat sie sich sogar die Noten hingelegt, als ob sie die lesen konnte. Hat sie Musik gemacht. 10. Juni 1973, da hatte der Heldchen Geburtstag. Februar 1973, so sah das da hinter unserem Haus aus. Auch hinter unserem Haus, da sind die beiden Mädel mit dem Schlitten immer runtergefahren. Da war alles zugefroren. Sylvia und Dietrich sind sie hinterm Haus runtergerutscht an den Eis. Der Cedric war wohl, jemand ist da hingefallen. Ich glaube, das war der Cedric. Da vorne steht Sylvia. Am Beaverdamm im Lutheran Camp. Wenn der Sommer begann, dann hatten wir immer Schwimming Classes und hinten in unserem Backyard wurde dann unterrichtet. Und das war, der Swimming Instructor war Wendy and John. And that is John. Und da links ist Wendy und Anna-Maria Bell im Hintergrund. Das sind so die Kinder, die alle da an Schwimmunterricht teilgenommen haben. Sylvia und Sharon und Cedric und Michelle, die saßen da auf unserem Kanu. In unserem Garten. Und da war Anna-Maria Bell und Wendy und da waren die ganzen Kinder. Da hatte Robert seinen Geburtstagsfeier. Schneidet der Robert seinen Kuchen an und dann bekam jeder was Süßes. Und Erika Schelkle, die sind zu Besuch nach Kanada gekommen. Und das war an den Niagara-Fällen in Huronia, die alte Kirche. Das ist die Kirche in Huronia mit dem Frontportal. Sehr schön. Peter und Erika Schörtler. Grund in Niagarafällen. Da sind wir mit der Gondola rübergefahren. Die Aussicht zu beiden Seiten hin. Geahmt. Der Indian Village in Midland. An Little Lake Park. Near Village in Huronia, St. Matre. Das ist sehr schön hergerichtet worden. Sichtung in der Huron Village. Die kleine Michelle hat sich immer an Onkel Peter rangehängt. Und der Cedric ist da in der Ecke.
Da konnte man die Kirche im Hintergrund sehen und das ist die Indian Village gewesen. So, mit dem Lookout. Die Nuclear Power Station in Douglas Point. Die haben wir auch noch besichtigt, wie wir dort waren. Die Raffinerien in Sarnia, die haben wir dann auch noch mal besucht. Es war in Sarnia auch noch so eine Station, wo man Gasolin herstellt. Das roch dann wie zu Hause wieder. Southampton an der Beach mit Peter und Erika. Und natürlich der Cedric wieder am Rumkaspern. Unsere kleine Michelle, das war immer der Happy Face. Die war immer happy. Southampton ging gestern in den Algonquin Park. Da sind wir dort zum Camping hingefahren. So, das war die. Die wollten ja unbedingt Indianer sein. Drei Kinder. Das war dann in Algonquin Park, kurz bevor dem Schlafen gehen. Hütchen wieder mit Peter und Erika. Das ist der See, wo der Tom Thompson ums Leben gekommen ist. Da haben wir so eine Tour gemacht mit dem Boot und haben uns alles angesehen und die, auch seine Grabstätte, wo die war und auch wo ein Kanu gefunden wurde. Eine Aufnahme von Canoe Lake. Segelboote. Viele Segelboote waren dort. Sehr schön. War ganz schön raff dort. Block Trail. Da sind wir gelaufen. Da waren dann Biberdämme und was nicht alles zu sehen. War ganz durch den Busch durch. Mal ein Bild von dem Memorial von Tom Thompson, wo sein Grabstein ist. Das ist der Canoe Lake. Im Rock Garden in Kitchener, das hatten sie sehr schön angelegt dort. Mit Springbrunnen und Rasen und Blumen. Ganz hübsch, gut gemacht gewesen. Sind die beiden wieder zurück nach Schwäbisch Gmünd geflogen. Peter und Erikas Reise war zu Ende. So, da haben wir nochmal Abschied genommen und gewunken. In Hero, Brian und Jesse hatten das Baby bekommen und da wurde das getauft, das Kleine, und es war heiß den Tag, war unmöglich. So, da ist das Taufbecken. Brian und Jesse mit ihrem Baby waren sie alle beide ganz glücklich. Ging es zurück zum Haus, wo dann Erfrischung und Food eingenommen wurde. Und die ganzen Kinder, die hatten einen Spaß dabei. Da ist Anna-Maria, ja, Familie dabei. So, ja, und Christine Bell. So, die hatten da wirklich Spaß. Rodney Bell und Sylvia und Brian, da war unser Nackerfrosch Michelle. So hat sie sich am wohlsten gefühlt. Herbst 1973, da waren wir zum Spaziergang in Lutheran Camp und da war Robert und Michelle. Ich habe dann Robert immer Babysitter gemacht für ihn. So, da sitzen die beiden. Onions lieb immer. Die Acton Fall Fair schon. Da war unser kleines Schmutzel. Die war ja happy.
war die Frau Fair. Ganz bekannt überall. Geburtstag, und dann haben wir mit Robert am 1. Oktober 1973 Geburtstag gefeiert. War an der Außenseite vom Lutheran Camp. Das ist die Eden-Mills-Straße, die dann wieder zurückgeht nach Hause. Wir zu den Barnes mit den Fahrrädern gefahren. Unterwegs wurde dann immer mal angehalten. Und dann haben sie in den Blättern die drei Banauten. All die schönen bunten Blätter da. Wieder mal TV-Time. Und da waren die Kinder schon angesehen, und ich habe dann geschlafen dort. Winter 1973, das war hinter unserem Haus. Das war immer so schön. Wirklich herrlich. 1973, da wurde gerade der Weihnachtsbaum angeputzt. Waren wir gerade sehr beschäftigt. Cedric natürlich wieder am obersten. Er stand auf der Leiter. Eine große Aufregung. Da wurden die Geschenke ausgepackt. Da waren sie alle erregt, was da wohl schöne Sachen drin waren. Michelle hatte die Play School bekommen. Dann hatte ich genäht für Sylvia und Michelle. Und da hatten wir jemanden da, der hat dann Weihnachtslieder gespielt. Die Sylvia hat ihr Piano-Lessons gehabt. Wir hatten ein schönes Piano. Kleine Michelle mit einer großen Aufnahme. Sie war immer sehr ganz lieb. Angela haben dann ihr Baby nachher auch Michelle genannt. Sie mochten die kleine Ochse. Angela Shalom. Die haben in der alten Old Mill in Toronto geheiratet und hatten dort ihre Feier. Die beiden nochmal an der alten Mühle. Jetzt schon viel schöner hergerichtet worden. Und Andrea geboren 1973 im September. Andrea getauft, dass Ronald und Angela und Andrea, da wurde der schöne Kuchen angeschnitten, das wurde gefeiert. Zu jeder Feier wurden dann auch Geschenke aufgemacht, und die kleine Michelle, die konnte ja nicht erwarten, was da wohl drin war. Und Sylvia hatte ihr ersten Drink zu der Feier. Da hat sie schon einen kleinen weg. Da hat sie das erste Mal gemerkt, was Alkohol machen kann für sie. In 1974, das ist Karin und mit ihrem Vater.